I'm gonna make you feel like you're the only girl in the world, like you're the only one that I'll ever love, like you're the only one. Hi, Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es ein neues Format auf meinem Kanal, und zwar das Leseverhalten. Das habt ihr wahrscheinlich schon in der Überschrift bzw. Unterschrift entdeckt. Hierbei soll es darum gehen, mich mit euch auszutauschen, wie ihr das Lesen bei euch gestaltet. Dabei möchte ich euch immer eine Frage stellen, die ihr mir sozusagen in den Kommentaren so ausführlich oder so knapp, wie ihr halt möchtet, beantworten könnt. Und im Video selber erzähle ich euch meine Meinung zu dieser Frage. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr neugierig. Ich habe jetzt schon oftmals so bestimmten Sachen, Statements von euch gehört, wie ihr bestimmte Sachen gestaltet beim Lesen etc. Und somit dachte ich mir, dieses Format ist eigentlich super, super toll, um in Austausch zu kommen, um uns zu unterhalten. Und ja, das erste Video in diesem Format soll sich darum drehen, also um folgende Fragestellung: Musik beim Lesen, ja oder nein, und warum? Beziehungsweise warum nicht? Ja, bei mir ist das ja so, vielleicht hat das der ein oder andere schon mitgekriegt, ich liebe es, Musik im Hintergrund laufen zu lassen. Also ich mag es zwar auch, wenn es still ist, bei manchen Büchern brauche ich es auch still, aber bei einigen Büchern mag ich es auch super, super gerne, wenn dabei richtig schöne Musik läuft. Und schön bedeutet für mich halt, ruhigere Musik, die nicht ganz so impulsiv ist, zum Beispiel House oder Hard Rock und sowas, könnte ich dabei jetzt nicht hören. Ich tendiere eher dazu zu ruhigeren Liedern, beispielsweise, was fällt mir denn ein? Between Us, das habe ich euch ja in meinen Monatsfavoriten gezeigt, oder von Andreas Burani, Auf anderen Wegen und sowas. Und ja, natürlich mag ich auch sehr, sehr, sehr gerne Instrumentalmusik dabei hören, also so Piano oder Lindsay Sterling höre ich auch super gerne dabei, weil die einfach so toll Geige spielt, das ist einfach für mich richtig beruhigend und entspannt mich noch zusätzlich bei der Musik. Also ich kann mich dann, beim Lesen, noch mehr ins Lesen fallen lassen, und oftmals entwickelt sich dadurch auch so ein kleiner Soundtrack bei den Büchern für mich. Zum Beispiel bei Du wirst vergessen habe ich immer von, wie hieß er denn, Peter Adam Bradley oder so, oder keine Ahnung, irgendwie so, Between Us gehört, und das passte so gut zu dem Buch, dass es für mich sozusagen der Soundtrack von mir für das Buch ist. Und ja, das entwickelt sich dann aber daraus, dass ich die Musik nebenbei lese, und dann merke ich, okay, das passt jetzt gerade zu der Stimmung, die im Buch ist, und dann höre ich das Lied vielleicht noch einmal und noch einmal, und das zieht sich dann so als roter Faden durch diese Geschichte durch, und ich verbinde es dann da immer mit. Wenn ich es dann höre, muss ich immer an das jeweilige Buch denken, was ich finde, ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Letztendlich bin ich sehr gespannt, was ihr sagen werdet, ob ihr dazu gerne Musik hört. Ich habe von dem einen oder anderen schon gesehen, dass er das gar nicht kann. Oh, unter meinen Monatsfavoriten-Videos haben einige da was zu geschrieben. Und deswegen freue ich mich jetzt schon auf den regen Austausch mit euch, auf eure Gefühle und Emotionen, wenn ihr Musik dabei hört. Ob es euch stört, ob es euch genauso geht wie mir, dass ihr da so einen kleinen Soundtrack entwickelt. Auf einfach alles, was ihr mir erzählen werdet. Und ja, ich denke, das war's an dieser Stelle von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich schon wahnsinnig auf eure Kommentare. Ciao!